Sie gehören alle zu den besten Musikern Deutschlands, haben Solopositionen in den Spitzenorchestern des Landes. Salapuja ist nicht unser Hauptjob. Das machen wir aus Spaß. Wir treffen uns, machen schöne Musik. Wir müssen nicht, wir können, und das ist umso schöner. Wenn man dann nicht so oft im Jahr, aber dann mit sehr viel Freude seine Freunde trifft und Musik macht. Das sieht aus wie so ein Klopömpel. Das ist ein Klopömpel, ja. Also wir haben, das nennt sich Plunger. Und das ist, ja, ich glaube, es kommt hauptsächlich aus dem Jazz. Also nicht der, das hier, aber der Effekt, dass man... Die Stammbesetzung von Salapuja besteht aus 12 Musikern. Fast alle spielen Blechblasinstrumente. Ich bringe meine Lippen zum Schwingen, das ist dann sowas. Und dann geht es aufs Mundstück. Wird schon deutlich lauter und dann das Ganze mit Trompete. Das ist quasi wie ein Verstärker. Der Schlagzeuger der Band ist ein bisschen der Außenseiter, sagt er selbst. Ja, die anderen atmen und sind dadurch gleich verbunden und ich muss mich da reindenken, weil ich einfach nicht atme, um zu spielen, sondern ich hau halt drauf und das soll dann aber sich trotzdem klanglich verbinden mit den Jungs. Ihre Idee, hohes Niveau, aber Musik für alle. Ein Konzept, das aufgeht.